Also ich sag's euch, nach diesem Flug bin ich hackedicht. Perfekt. Leute, wir starten heute unsere Dubai-Reise und ich werde First Class nach Dubai fliegen. Das Ganze hat nur 200 Euro gekostet. Wie das geht und vor allem, wie sich's anfühlt, das erste Mal in der Emirates First Class, das zeigen wir euch heute. Volle Attacke, let's go. Das ist der Flieger, das ist ein A380, also ich glaube, das ist nach wie vor das größte Flugzeug, was es gibt. Somit sollte das eigentlich perfekt sein, weil da haben die normalerweise wirklich top of the top eingebaut. Hey, welcome on board. That's my cabin? Yes. Oh, great. Ich habe einfach meinen Champagner bestellt, weil mein Kumpel Mietja, mit dem ich zusammen den Reden am Limit Podcast habe, der meinte, du musst unbedingt die Getränkeauswahl absurd durchnutzen. Und ich muss auch gleich noch einen aus der Hand trinken. Das wird ein bisschen unangenehm, aber zieht euch mal rein, was hier schon alles am Start ist. Ja, das schaut schon edel aus, ne? Wie das hier drin steht. Hier haben wir noch ein kleines Tablet. Ist klar, da kann man wahrscheinlich nachher gleich ein bisschen Entertainment schauen. So, schaut euch das mal an. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Krank. Hallo. Thank you very much. Also Leute, erstmal Cheers. Ja, ist schon okay. Er hat gerade gesagt, Wölf-Klikot gibt es vom Abflug. Nach dem Abflug gibt es natürlich Dom Perignon. So, hier kann man auch nochmal ganz gut sehen, wie das aufgeteilt ist. Es gibt Mittel 2 hier in der Fensterreihe, jeweils eins. Und es sind wirklich einzelne Kabinen. Also man hat unglaubliche Privatsphäre. Du hast nie das Gefühl, irgendwie, da kann jemand reinschauen. Das kann man natürlich auch gleich noch zumachen hier. Machen wir jetzt auch noch nicht vor dem Abflug. Hier ein riesen Display. Da noch ein paar Sachen zum Frischmachen. Hier auch noch ganz wichtig, ein Notizheft. Ein bisschen was zu snacken. Also ich sag's euch ehrlich, Leute, ich fühle mich gerade schon ein bisschen wie im Himmel. Und das, obwohl wir noch gar nicht gestartet sind. Hier habe ich jetzt auch noch ein Goodie-Bag bekommen. Da sind Slippers drin. Die probieren wir gleich mal an. Hier, da ist einfach ein ganzer Kulturbeutel. Und ein Pyjama. Den ziehen wir aber erst später an. Jetzt genießen wir erstmal den Start. Leute, wir sind jetzt über den Wolken, es schaut wunderschön aus, die Sonne scheint. Jetzt natürlich auch ein bisschen die Frage, wie schaut das Entertainment-Programm aus? Wir haben hier einen sehr großen Screen und das Ganze ist dann hier nochmal quasi gespiegelt. Wir sehen jetzt 5 Stunden, 17 Minuten geht der Flug noch. Wir können hier auf Entertainment klicken, dann sehen wir jetzt hier verschiedenste Möglichkeiten. Filme, Podcast, wie auch immer, wir gehen mal auf Filme. Da ist einfach der neue James Bond, den habe ich noch nicht gesehen. Ich denke, das wäre doch schon mal gut. Und jetzt läuft das Ding. Das ist schon frech, oder? Ah. Better? Yeah, much better. We offer something to drink first. Try the Dom Perignon. Now I try the Dom Perignon. With some mixed nuts. Yes, sounds great. Thank you. Oh, looks good. Looks like a real one. Yes. You always make full, huh? Yes. Do you champagne? Thank you. Also ich sag's euch ehrlich, Leute, die wollen mich heute umbringen. Das ist jetzt mein drittes Glas Champagner und es ist einfach jedes Mal so voll, dass man uns auf jeden Fall austrinken kann. Ich muss sagen, der schmeckt tatsächlich gefühlt besser. Etwas leichter, oder? Das liegt einfach daran, dass ich schon 2 getrunken habe. Ist auf jeden Fall eine flüssige Angelegenheit heute. So, jetzt seht ihr mal die Getränkeauswahl, Leute. Es gibt wirklich jeden nur erdenklichen Cocktail, den man bestellen kann. Bier, Wein, Kaffee, Tee. Da werden wir uns jetzt mal durchtesten. Yes, please. Der Kaviar ist der Starter. Leute, ich sag's euch, nach diesem Flug bin ich hackedicht. Champagner vorm Abfliegen, Champagner nach dem Abfliegen. Dann Wein, aber damit man sich besser entscheiden kann, 2 Weinsorten zum Essen. Und ich habe einen Kaviar bestellt. Ich esse normal nicht Kaviar, aber ich mache hier einfach alles, was ich normal nicht machen würde, um die Experience auch ein bisschen crazy zu machen. Und dann gibt's scheinbar Wodka-Shot zum Kaviar. In diesem Sinne, cheers.
Leute, so schaut das jetzt hier aus. Das ist der Kaviar. Das ist Eiweiß, Eigelb, Schnittlauch. Und dann marschiert man das, glaube ich, hier so auf so ein Brot mit drauf und isst das. Probieren wir jetzt mal. Schmeckt tatsächlich ziemlich geil. Ist richtig lecker. Erstmal ein Gläschen. Sie hat es übrigens schon wieder voll gemacht in der Zwischenzeit. So Leute, ein erstes Zwischenfazit. Bis hierhin, die Experience hier in dieser First Class ist wirklich unglaublich. Ich weiß gar nicht, mit was man es vergleichen soll, weil von Anfang an, man fühlt sich sehr willkommen. Der Service ist gigantisch. Ihr Name ist Jo, also J-O-O. Jo kümmert sich unglaublich, super herzlich, total nett. Essen war geil, selbst Kaviar, obwohl ich das wirklich nie esse, schmeckt wahnsinnig lecker. Und jetzt ist es Zeit für Wodka-Shot. Ne? Also in diesem Sinne, Prost. Indirectly two more glasses, huh? Do you also offer carrying service if I cannot walk anymore, maybe? Ah. Ich muss auch noch einen aus der Hand zirbeln. Perfekt. It's very nice. Maybe you hold the bottle, I take picture of you. No, it's okay, because okay. I already look like an alcoholic on this. Ah, that's the second, okay. Don Pontius. Which one is better? This one's better. First one better. Yeah, I will stay this one. Okay. So Leute, der Hauptgang ist mittlerweile eingetroffen. Das sind Garnelen mit Reis. Schaut gut aus. Ich kämpfe immer noch mein Gläschen hier. Eine Rose habe ich auch noch dazu bekommen. Also ihr seht schon, hier wird sich gekümmert. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich muss nur dazu sagen, so langsam merke ich es auch ein bisschen. Ne? In diesem Sinne einen guten und cheers. Boah, ins Auge gespritzt. That's what she said! Paladin, Cognac? Yes. Would you like to try port wine? I try Hennessy. I never had Hennessy. All the rappers, they drink Hennessy. Okay, good. Thank you very much. Welcome. Would you like to try the dessert wine? Dessert wine? A little bit maybe, one yeah. Kilo. Oh, that's like little. Oh, okay. No. Oh, okay. No, that's good. Wait, okay, I put for the camera. So they know what I have. Super. Thank you very much. Enjoy. Okay, Leute, jetzt ist es Zeit, um Mikias Gefallen zu tun. Ich mache hier mal zu. Das nächste darf nämlich niemand sehen. Die Tür muss zu sein. So, Mitya, mein guter Kumpel aus München und Podcast-Kollege at Reden am Limit, unser Podcast, meinte nämlich, ey, wenn du First Class fliegst, und er hat mich echt auf den Trichter gebracht, weil er hat das auch gemacht. Wir sind quasi jetzt hier, oder ich bin jetzt für 200 Euro hier geflogen, weil ich das Ganze mit Meilen gemacht habe. Beziehungsweise in meinem Fall sogar mit American Express Punkten. Na, ich hatte da Punkte, habe die transferiert zu Emirates, habe dadurch Meilen bekommen und konnte legit jetzt für 200 Euro hier diesen Flug buchen. Hin und zurück. Das ist wirklich crazy. Ja, somit bin ich jetzt hier. Miti hat mir das empfohlen und meinte aber, ey, im Gegenzug, du musst einmal aus der Hand trinken, wenn du in der First Class bist. Ich glaube, das ist das beste Glas. Ihr seht schon, es schaut wirklich absolut absurd aus hier. Wir haben Wein, echt scheißegal. Ne? Auf jeden Fall, ich nehme den Gin Tonic jetzt, der auch noch neu dazu kam. Ich nehme den jetzt mal. Und nachdem YouTube Deutschland auch nur noch Tornados zündet, möchte ich an der Stelle auch noch mal plädieren für aus der Hand trinken, die elegantere Variante. Und danke für nichts. Natürlich wird es auch eine geile Reise, weil ich bin mit meinen ganzen Jungs, also meinen Mitarbeitern, aber natürlich auch irgendwie Freunden unterwegs. Ich freue mich extrem drauf und ich glaube, wir schalten mal kurz zu denen und schauen mal kurz, ob es denen auch gut geht. Jetzt schauen wir hier einmal durch den Vorhang durch und sehen hier eine Treppe. Das ist kein Einkaufszentrum, wir sind immer noch in einem Flugzeug. Das ist absolut crazy. Hier gibt es noch einen kleinen Schrein. Und hier, das hier ist der Shower Spa. Das heißt, wir gehen hier einmal rein. Es ist eine Toilette, aber es ist auch mehr als das. Zieht euch das mal rein. Waschbecken, Toilette. Die schaut riesig aus. Okay, da ist noch was versteckt runter. Ganz viele verschiedene Waschutensilien.
ein großer Spiegel. Ich will die Experience miterleben. Man kann sich hier einfach einmal duschen. So, bis gleich. So, frisch geduscht. Zeit zu landen, Leute. Gleich sind wir in Dubai. Hallo! Mit der Windfall, oder was? Ja, klar, okay. Aufsteig drauf, einmal einsteigen bitte. Ich hab extra hier bestellt für All the Way Up Gang, hab ich gesagt. Super, oder?